Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening und der Wald der roten Blätter. Ja, wir haben eine Pinzette jetzt und wir haben schwarzes Pulver. Ich schätze mal, das könnte explosiv sein. Aber da kann ich das nicht hinlegen. Ich schaue mich mal um, wo ich das denn einsetzen könnte. Ich habe nämlich keinen Plan. Der Schmied hat mir freundlicherweise seine Hütte überlassen. Ich muss dringend... Ich sollte ja helfen. Was ist mit ihm? Der redet auch nicht mehr mit uns. Wer redet denn jetzt noch mit uns? Wo ist die Frau eigentlich hin? Kann ich das hier... Ich glaube, das hatten wir schon ausprobiert. Vielen Dank, ich fühle mich schon viel besser. Vielleicht kann der Bibliothekar uns helfen. Soll ich ihn fragen? Was haben wir denn hier noch bekommen? Blaues Pulver. Ach so, wir haben schwarzes Pulver, blaues Pulver. Momentchen, damit kann ich bestimmt die Farbtöpfe mischen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß aber die Farben gerade nicht mehr. Ja, okay, hier soll was Schwarzes rein. Hab ich gemacht. Und hier soll grüne Farbe rein. Gelb und Blau macht grün, wie wir alle wissen. Und dementsprechend habe ich jetzt schwarze Farbe und grüne Farbe. Und die möchte der Bibliothekar oder was? Wo ist denn der Bibliothekar nochmal? Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen zurückgehen. Oder auch nicht. Mein Gott, dass ich mich immer noch verirre. Das ist also echt schrecklich hier in den Wimmelbildern. Da will ich hin. Aber hier ist doch... Ja, eben. Also kann ich doch wieder rein in die Bibliothek. Und da ist sie nämlich auch. You seek Moonsilver? You're in luck. I'm fixing my cave models and could use a hand. If you help me, we may find valuable information for alternative pathways. Ich brauche mehr Farbe. Farbe, 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 Farbe. Farbe. So, was habe ich jetzt? Eine Haarnadel. Und damit bearbeite ich hier die Dinger. Was mache ich denn jetzt? Der hat Löcher und der hat Löcher. Nee. Gut. Habe ich die Farbe da schon mal hingepackt? Kann ich damit irgendwas hier machen? Nö. Ja. Es fehlt halt ein Teil und wenn ein Teil fehlt, dann muss man es halt, ja, finden, ne? Das habe ich sehr klug bemerkt. Was? You seek Moonsilver? You're in luck. I'm fixing my cave models and could use a hand. If you help ja. me, we may find valuable information for alternative pathways. Aber ich werde da jetzt auch nicht draus schlau, was das heißt. Informationen. Haarnadel, Haarnadel. Was könnte ich mit der Haarnadel machen? Komme ich da oben ran dann, wo das Ding feststeckt? Aber das, ich brauche was Langes, um da oben ranzukommen. Oder irgendwas, wo ich mich draufstellen kann. Also das glaube ich dann auch nicht. Ist hier denn nichts mehr? Oder bin ich nur wieder zu doof? Oder... Ja. Eule, sag mal. Okay, also hier soll ich nichts mehr tun. Das ist ja schon mal auch ein guter Tipp. Dann gehe ich wieder da lang. Und da lang. Ich weiß auch nicht. Diese dusselige schwarze Farbe, wo ich gerade nicht weiß, was ich damit machen kann. Guck mal. Oder eine Haarnadel. Vielleicht möchte sie ja auch die Haarnadel wieder haben. Ich habe ihr noch gar nicht die Haarnadel versucht zu geben. Das könnte ich natürlich versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das das Richtige ist. Oder? Nö. Nö, das war's auch nicht. Außerdem hätte die Eule dann auch nicht gesagt, dass wir dann durch sind. Hier ist auch wirklich nichts mehr zu tun.
Da kann ich nicht weiter. War hier noch irgendwas? Eule, hilf mir mal. Hier war ich doch gerade drinne. Ach, mit der Haarnadel kann ich jetzt die Kiste aufmachen. Na klar, okay. Nee, mit Haarnadel habe ich jetzt echt tatsächlich Haare verbunden. Ausnahmsweise mal nicht um die Ecke gedacht. Und dachte jetzt echt, ich kann irgendwie was anderes halt damit machen. So, Holzkit. Damit kann ich bestimmt die Löcher reparieren. Oder stopfen oder füllen oder wie auch immer. Auch wenn ich nicht weiß, was das überhaupt werden soll. So. Ach, das ist der Kopf. Okay, alles klar. Und hier, der soll schwarz werden. Die sollen grün werden. Und die blau. Passt. So, jetzt habe ich ein Modellstück. Und den Totemkopf. Ja. Nein. Entschuldigung, jetzt musste ich niesen. Totemkopf erstmal drauf. Und ich dachte schon, das funktioniert nicht. So, das ist jetzt runtergekommen. Das ist natürlich auch toll. Und jetzt habe ich einen Goldbarren, Modellstück und schwarze Farbe. Ja. Ja. Und keinen Plan. Aber er will anscheinend auch nichts, ne? Dann gehen wir damit mal zurück. Oder sie soll uns helfen. Warte mal, erstmal bei ihm versuchen, weil jetzt sind wir hier. Kannst du damit was anfangen oder damit? Nö. Nö. Weil sie wollte ja, dass wir ihr helfen, also... Nö? Oh Gott. Verzeiht mir, dass ich hier echt so blöd hin und her laufe. So. Kannst damit was anfangen, aber das Modellstück passt vielleicht hier rein. Ah, okay. So. Betätige die Totemköpfe, um die Modellstücke richtig anzuordnen. Ja, oh Gott. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Ah, das sieht doch gut aus. Die müssen alle so ein bisschen auf eine gewisse Höhe gebracht werden, so sieht's aus. Sollen die alle nach ganz oben oder eher nach ganz unten? Oh Gott, wo soll denn das liegen? Soll das schweben? Das ist nicht so einfach, finde ich gerade. Alles eher nach ganz unten bringen mal. Warum sollte das da oben fliegen? Eher so bergmäßig geht's nach oben. Ja, das glaube ich schon eher, aber... Aber nicht übertreiben. So. Sieht doch ganz okay aus. Das wollte ich nicht. Das ist auch okay. So. Nee, den lassen wir mal so. Den kann ich hier so schwer erkennen. Was ist mit dem Ding? Welcher ist denn das? Ah. Der. Gott. Ja, 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 ja. Das ist nicht einfach, finde ich. Also ich finde das eigentlich ganz gut, dass das hier unten ist und das dann immer hier so höher geht.
Aber es geht so verdammt hoch, dass ich da echt ein bisschen... Ich würde das fast eigentlich so lassen. Den vielleicht nochmal anpassen. Ich finde den Übergang halt hier so ein bisschen blöd. Ja, ich weiß auch nicht. Sieht irgendwie auch nicht so total richtig aus. Auf der Höhe soll das sein, weil den Tipp brauchte ich jetzt mal. Dann machen wir das alles einfach noch ein bisschen höher, würde ich sagen. Ja, mit den Schienen ist auch blöd. Ich weiß nicht. Also ich bin da bei diesem Rätsel echt ein bisschen... Ah, doch. Nur die Schienen noch angepasst, dann wäre es gewesen. Ah, now I see it. According to the model, there is a secret passage into the Moonsilver Mines. But it is in the Dwarf Palace and requires the presence of both Dwarf and Centaur. Oh, thank you. You fixed it. Here, this will help you. Ach ja, okay. Ja, dann war das ja doch richtig. Ich dachte schon, ich liege total falsch. Nur die Schienen mussten noch angepasst werden, dann hätte ich es auch selber gelöst. Hab ich ja auch. Und was kann ich jetzt genau mit der Plane machen? Vielleicht die Ranken hinten oder so? Nee. Thanks again. You'll need to get into the Dwarf Palace to find some moonsilver. Ask the blacksmith to accompany you. Ach so. Dann holen wir den mal. Nicht hier. Guck mal, der ist jetzt auch weg hier, der Prinz. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Gehen wir mal hier lang. Zur Mondsilbermine. Wo wir jetzt auch wieder reingehen können. Wieso eigentlich? Konnte ich hier die ganze Zeit schon wieder lang gehen? Und verirre mich schon wieder? Bitte nicht. Och nö, ich hab mich verlaufen. Ich dachte, ich soll hier jetzt hin. Ich meine, ich sollte den Schmied auch holen, ne? Dann holen wir... Ist der Schmied hier? Ich dachte, der wäre dann schon da in der Mine oder so. Soll ich den erst hier holen oder... Wer war denn der Schmied nochmal? Wo finde ich den? Ist das der? The water wheel incident caused us delay. And thus the four... Der da oben? War das der hier? Nee. Ich will doch nicht hier zum König wieder. Das ist doch auch quatschi. Ja, hilf mir mal. Bring mich mal schnell da... Ja, genau, hier wollte ich hin. Genau, ne? Ich wollte auch gar nicht so weit wieder weglaufen. Das ist natürlich unser Schmied. Entschuldigung, Herr Schmied. Ich habe mich vertan. If we can conceal my backside, I could perhaps pass for a human. I would then be allowed to enter the dwarven village with you. Ja. Da fragt man sich aber schon auch, wo der Pferdekopf ist. Aber es soll halt so aussehen, als würde er einfach nur einen Karren ziehen und die Beine sieht man überhaupt nicht. Okay, dann... So. The secret passage is at the Dwarven Palace. I believe it was constructed by our ancestors back when the two races were still good friends. Excellent, Your Majesty. With this disguise, we can slip into the Dwarf village unnoticed. The Dwarven Prince said he would meet us at the palace. Hat er jetzt aber eine Hose über seine Hufen gezogen hier vorne? Hat ein Centaur doch auch Pferdebeine?
Naja, auf jeden Fall mit der Plane ist es auf jeden Fall besser. Mit der Plane ist es eigentlich ganz witzig. So. Das Schwert habe ich nicht. Hier habe ich nichts mehr übersehen, oder? Dann laufen wir mal weg. Darf ich jetzt weitergehen? Wie habe ich denn das vorhin gemacht? Hier, ne? Genau, zum Flussufer. Nee, komme ich gerade her. Oh, gleich nehme ich wieder den Tipp, der teleportiert mich wenigstens gleich richtig. Und nicht so kreuz und quer, wie ich das mache. So völlig falsch. Ganz falsch. Ich will auch nicht zur Waldlichtung, ne? Wie habe ich denn das jetzt gemacht, dass ich da weitergekommen bin? Hä? Genau, bring mich da einfach hin. Bring mich einfach hin. Two humans request an audience with you. Halt! What is the meaning of this? That is no human! Guards! Outrageous! How dare you tread on dwarven lands? I will never forget what you have done to my queen! No! Please! Don't hurt him! Father, please! He's not the enemy! It's something else! There's a great evil in the Red Leaf Forest. The centaurs are innocent. Your mother is dead, and for what? The curiosity of a horse? Do your business and leave my sight. You have no right to be called my son. Oh Gott, jetzt hat sich der Zwergenpapa gegen seinen Zwergensohn gestellt. Das ist ja nicht so schön. Reden die noch mit uns? I have nothing to say to traitors. Leave my sight. Oh now. Gott, oh Gott, oh Gott. Alles ist schief gelaufen. Don't worry, Queen Sophia. We'll prove his innocence. Dankeschön. Den Boni hatte ich noch nicht eingesammelt. Sehr gut, dass ich das nachhole. Hier kann ich nichts mehr machen. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Ja, hier waren wir ja auch noch nicht. Sorry, dass ich gerade eben einfach die Eule benutzt habe, um zu teleportieren. Das war mir zu doof, jetzt da herumzuirren. Der Weg zum Mond öffnet sich in der Dunkelheit. So, soll ich jetzt wieder... Ja, was soll ich überhaupt? Wähle die Knöpfe aus, bis du alle Bilder gefunden hast. Okay, alles klar. So ein Wimmelbild, nur dass ich die Bilder verändern kann. Was finden wir in dem Bild? Die Hufeisen? Ja, warum nicht? Zählt das nicht? Ist das nicht das richtige Hufeisen? Wechseln wir mal das. Das ist das Richtige. Das, okay, nur eins. Ich darf nicht eins nehmen, wo zwei drauf sind. Es muss schon exakt genau so sein. Ist er das nicht? Nee, anscheinend nicht. Dann... Das Wappen auch nicht. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Das Schwert. Ach, das war's schon. Ich kann nicht mal mehr hier unten. Ach, dann kommen wir ja doch ganz gut voran. Ja. Das Bild hatte ich schon. Ich suche eigentlich diesen Hammer hier. Hier haben wir aber... Wo habe ich ihn gesehen? Genau. Da und da ist er auch. Ja, dann... Diesen... Was soll das sein? Kristall? Suchen wir auch die Krone? Nee, aber ich suche noch so eine Fiole hier. Sieht das? Nee. Da ist sie. Und da war auch der richtige Mann. Und dann so eine
Schriftrolle, die habe ich auch. Da ist der Kristall. Und jetzt das letzte. Ach, dann war das ja doch einfach. War ziemlich viel in diesem einen Bild. Und eine Schwertform. In ihrer natürlichen Form ist Kohle ziemlich hart. Ich muss sie zerbrechen. Kann ich wahrscheinlich so, aber nicht einfach. Wenn ich das Rätsel lösen will, muss ich die Kristalle abdunkeln. Aha. Was habe ich hier? So ein paar Rasseln. Schalthebel. Ach so. Ich wollte nicht zurückgehen. Ich wollte schon hier bleiben. Wie kann ich die denn abdunkeln? Mit schwarzer Farbe wahrscheinlich, ne? Ach so. Aha. Okay. Ich brauche ein spezielles Werkzeug, um ein Stück Mondsilbererz abzuschlagen. Weiß nicht, hab aber nix. Ah, ein Boni. Und hier haben wir so Dinger, die ich nicht wieder einfach da reinsetzen kann. Sieht aus, als ob hier eine Art Kelch hingehört. Die passen da aber eigentlich ganz gut rein wieder. Gut, ein Kelch, ein Kelch, ein Kelch, ein Kelch. Die Embleme, passen die hierhin? Queen Sophia. Genau. Die passen doch dahin. Ich wollte gerade sagen, hatte ich noch was im Hinterkopf ausnahmsweise mal. Und jetzt haben wir auch die Werkzeuge, die wir brauchen. Und habe der entschlossene Auszeichnung bekommen. Toll. Habe Mondsilbererz und hier ist der Kelch. Und den habe ich jetzt auch mit Mondwasser. Das ist ja wunderschön. Damit kann ich auch gleich den Stein zerkloppen mit meiner coolen Spitze. Die ist echt schön. Die schönste Spitzhacke, die ich je gesehen habe. Ja. So, und mit meinen Musikrasseln gehe ich jetzt zurück. Und tue was, das sehe ich dann im nächsten Part, weil die Zeit ist schon wieder viel zu lang. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Awakening. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.